Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Heute wollen wir uns mal um diese Stelle hier in unserem Zoo kümmern. Ihr seht schon, ich habe hier diese Mauer zugekleistert und hier auch mal unsere Holzbarriere in Stein umgewandelt, aber nur damit die Bären hier nicht abbauen. Ansonsten habe ich noch mal ein paar, Bildungselemente verteilt, weil die Bildung recht schlecht war und ein bisschen Mitarbeitermanagement gemacht, aber naja. Ganz kurz für alle, die jetzt neu einschalten. Unser Zoo sucht immer noch einen Namen, also falls ihr einen habt, ab rein in die Kommentare. Und ja, ansonsten unsere guten alten Pfauen sind einfach wieder fast ausgerottet gewesen durch Krankheit und sonst was. Und ja, auf jeden Fall, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen uns um diese Ecke hier kümmern, hatte ich ja schon gesagt. Und welche Tierart wollen wir hier reinbauen? Ich meine, einige werden sich schon gedacht haben, aber wir werden eine wunderschöne Kegelrobben-Ecke bauen hier. Und ja, das Ganze wird dann so sein, wir werden einen Unterwasserbad haben hier. Ich weiß, ich komme hier leider nicht näher dran, das ging nicht anders irgendwo. Fragt mich nicht warum, aber es ging wirklich nicht. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Wenn wir jetzt Rasterausrichtung nehmen, hier, ihr seht schon. Wir gehen zu weit nach vorne. Ich weiß auch nicht, warum wir hier oben richtig sind. Aber das ist so diese minimale Verschiebung. Kann man nichts dran ändern. Muss man akzeptieren, dass man hier ein bisschen weiter weg ist. Aber auf jeden Fall haben wir hier diese wunderschöne Glasscheibe. Dann kann man sich hier unten hinstellen und den Robben zugucken. Ich meine, wir können ja tarnen, als könnte man bis hier vorne hingehen. Geht ja auch. Und ja, auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall nicht den gesamten Platz hier nutzen. Ich glaube, hier hinten wird eine Mitarbeiter-Area noch reinkommen, die dann irgendwo sich hier an der Seite dran vorbeischmuggeln und dann hier durch vielleicht gehen oder so. Und keine Ahnung, wie man das vielleicht hinkriegen kann, dass die dann irgendwie so gehen und dann hier um die Ecke kommen. Irgendwie sowas. Und ja, ansonsten können wir da irgendwas machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt hin und bereiten in diesem Video erstmal hauptsächlich das Gehege vor, dass wir anfangen können, dann im nächsten nächsten Part das Gehege halt wirklich auszubauen. Und ja, das soll ja auch ein gutes Gehege werden, also würde ich einfach mal sagen, da ich immer noch zu wenig Zeit habe, fangen wir einfach mal ganz schnell an hier zu bauen und wir sehen uns gleich wieder. So, ihr seht, das Ganze hat sich jetzt schon etwas weiterentwickelt. Wir haben jetzt hier unser Wasserbecken. Wir haben einen Weg für Mitarbeiter, um hier in den Bereich zu kommen. Hier gibt es Mitarbeitergebäude, mal wieder eine neue Auswahl von.
weil wir brauchten sie unbedingt. Oh, lasst mich das mal ganz kurz hier fixen. Da hatte ich vergessen, hier die Tür einzubauen. Tür Nummer 1 und Tür Nummer 2. So, gefixt. Ist nicht viel Detail, weil hier sind nur Mitarbeiter, jetzt mal ganz ehrlich. Da würde man sich wahrscheinlich nicht mehr die Mühe geben, hier so groß was zu machen mit Bäumen und so. Aber einfach nur, weil man die Möglichkeit hat, es von hier hinten zu sehen eventuell. Je nachdem, was wir hier mit dieser Wand machen. Habe ich mir gedacht, muss man da ein bisschen was machen. Aber ja, auf jeden Fall, ihr seht schon, wenn wir von unten gucken, momentan sieht das Ganze so aus. Ich meine, wir können ja auch noch ein bisschen rumspielen mit dem Wasser von der Ebene hier. Ihr seht ja schon, wir können das Ganze auswählen. Können ja hingehen, Farbe und sagen, okay, wir wollen, was weiß ich nicht, was wollen wir hier? Nee, das sieht scheiße aus. Tropenwasser sieht noch schlechter aus von Unterwasser. Kristall sieht auch scheiße aus irgendwo. Und naja, das hier können wir komplett vergessen. Wir haben einen Greenscreen. Herzlichen Glückwunsch. Dann, was sieht man noch so Schönes? Haben wir irgendwas Interessantes? Sauberwasser mit einem etwas höheren Durchblick vielleicht oder sowas. Könnte man machen, was weiß ich nicht was. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich meine, das sieht schon gut aus, finde ich. Lassen wir es aber erstmal so. Das ganze Ding sieht erstmal gut aus. Und ich würde einfach mal sagen, wir belassen es für heute erstmal bei dem Fortschritt. Es ist schon spät genug und ich muss das Ganze auch noch schneiden und so, damit ihr es morgen dann pünktlich kriegen könnt. Und naja, dann würde ich einfach mal sagen, gucken wir mal, dass ich irgendwie was hinkriege heute, was noch produktiv ist. Und dann, ja, ihr werdet schon sehen, was wir dann in der nächsten Folge aus diesem Rohbau hier bauen werden. Und achso, noch kurz für alle, die es interessiert, wir haben noch keine Tiere. Wir haben 2000 Quadratmeter Platz. Wir brauchen für die, wie viel brauchten wir? 200 und 300 Quadratmeter. Wir haben 2000 und 1000. Also, wir haben auf jeden Fall genug. 3 Meter Wassertiefe. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Komm, Tiefwasseranforderung. Ab wann war es Tiefwasser? Scheiße. Ist das Tiefwasser? Wenn nicht, dann ist scheiße. Ab wann gilt das als Tiefwasser, ist die Frage. Ich glaube, das ist Tiefwasser. Ja, okay. Egal. Wird schon Tiefwasser sein. Ansonsten wüsste ich nicht, wie tief das Wasser sonst sein soll. Ich meine, 3 Meter irgendwas sollte reichen. Ah ja. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.